Gas, Iserun. Sollten die nicht verboten sein? Die sind, ich war im Tempel der Gerechtigkeit. Die sind nicht aus der Tempelhalle. Das Wir wäre sind mir in aber diesem allerdings Tempel. auch aufgefallen, wenn die in der Bethalle gestanden hätten. Vermutlich ist irgendeine Wand durchgebrochen oder ein Boden durchgebrochen. Sie haben es daraus gefunden. Wir müssen in diesen Tempel rein. Erst einmal sacken wir alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich denke, die zweigesichtige Statue können wir hier lassen. Wenn die eingeschmolzen werden, ist es nicht schade drum und es sind keine preisheiligen Ich Gegenstände. denke nicht, dass wir es uns leisten können, solcherlei Kultgegenstände in der Öffentlichkeit herumstehen zu lassen. Ihr dürft mal auf Auch wieder wahr. Hauswirtschaft würfeln. Alternativ Handel wäre auch okay oder Grobschmied. Das könnt ihr euch aussuchen. Eine von den drei Proben. Dann Hauswirtschaft, mache ich. Grobschmied oder Handel. Jonas würfelt wahrscheinlich Handeln. Ich bin tatsächlich im Grobschmied besser von den Eigenschaften her. Außerdem, wir wollen ja hier ein bisschen. Warte kurz. Ach komm, schipp mal Haben die wir Fingerfertigkeit. alle drei Proben? Schipp mal die Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit Reicht 10. leider nicht. Junge, Junge. Ja, Kiaras kann erkennen, dass wohl ein Buch auf dem Tisch liegt, was ausgenommen worden ist. So ein Ordner, möchtest du meinen. Da geht es dann weniger um Korrespondenz des Handels, sondern es sind vor allem Anfertigungen für gewisse Personen, also Auftragsarbeiten, sowas. Und du siehst, wie da wohl irgendjemand drin geblättert hat und eine Seite, eine letzte Seite aufgeschlagen liegt. Du siehst eine Zeichnung von... Das ist eine Kette. Oh, schau mal einer an. Man kann ihm nicht sagen, was man will, aber er hat Buchführung geführt. Was ist denn das? Das sieht ja aus wie eine Kette. Ja, das sieht mir ganz so aus, als wären das eine Auftragsliste ist. Steht da auch, für wen die Kette gemacht werden soll? Enarch. Die Kette umfasst 12 goldene Scheiben, auf die das Symbol eines der 12 Götter aufgebracht ist, umrahmt von einem affinen Edelstein. Gut, die Edelsteine hatte ja Iserun ja vor kurzem in Dapazien mal mitgebracht. Beziehungsweise Steine, nicht unbedingt Edelsteine, aber vor allem die Steine. Und zusätzlich zu diesen goldenen Scheiben 13 dornartige Kettenglieder. So wie das aus dieser Zeichnung hervorgeht, würden die wohl in das Fleisch stechen, wenn man sie anlegt oder umlegt. Und eine goldene Kugel, die das Ganze dann abschließt. Du siehst, dass diese Kugel wohl nach dieser Auftragsarbeit hohl sein soll, damit sie Flüssigkeit fasst. Nun, ich weiß nicht, wie es für euch aussieht, aber das sieht fast so aus, als hätten wir ihn aufgeknöpft, bevor er etwas Ähnliches erschaffen kann wie ein Magnum Opus. Aber Ich mal weiß eins jetzt der. nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob er denn so weit gehen könnte, aber das ist mit Sicherheit ein sehr unheiliges Ding. Ich denke, unheiliger geht es nicht. Ein Frevel an allen Zwölfen, Blutopfer. Auf jeden Fall. Also Blutopfer, das ist nie eine gute Nachricht. Es ist in der Und Tat auffällig, Grobschmied. es sind 12 Scheiben, aber 13 Dornen. In der Tat gut, dass wir hier eingetroffen sind, bevor jemand anders noch darüber stolperte. Ich kram meine Tasche und suche eins der Kettenglieder von der Statue raus und halte die mal neben die Zeichnung. Sehen die sich ähnlich oder sind die anders? Identisch. Haben wir in dem Tempel unten ein weiteres Glied gefunden? Nein, bisher nicht. Wie viele von diesen Dingern hatten wir bis jetzt? Lass mich überlegen. Wir hatten eins von Jelissa. Wir hatten eins von Emmeran. Wir hatten eins von Lucian. Emmeran Wir habt hatten ihr noch eins nicht von. rausgebrochen. Stimmt, das wollten wir noch tun. Das war ein Aber wir wissen. Gürtel. Aber wir wissen, wo es ist. Und wir haben eins von Vitos. Also 4. Aber selbst wenn jeder eins hat, sind es trotzdem nur 8. Dann werden es noch weitere Verstecke geben. Vielleicht gibt es noch in anderen Orten mehr als eine Statue. Oder im Sanktum sind noch welche. Oder vielleicht in diesen Statuen hier. Aber wenn ich diese Zeichnung hier richtig deute, wussten unsere Widersacher doch ebenfalls nicht, dass diese Ketten wieder existieren. Sonst würden sie wohl kaum neue hätten machen lassen.
haben machen lassen. Hätten? Egal. Nicht unbedingt. Vielleicht wollten die einfach nur ein Schmuckstück nach diesen Vorbildern. Das kann sein. Vielleicht gab es diese Kette bereits einmal. Ich denke, wer weiß schon, was diese Verrückten sich alles haben ausgedacht. Ja, ich weiß nicht, welcher Gedanke schlimmer ist. Aber es ist umso wichtiger, dass wir vor allem dieses Buch und den Rest hier mitnehmen. Was auch immer es ist, sagt es alles ein. Und dann nehmen wir den ganzen Bude auseinander. Und gebt mir jetzt nochmal eine Sinnschärfeprobe. Plus 13. Ich sollte das echt steigern. Aber ich bin zu geizig. Nee. Die 15 schießt mir da rein, denn Klugheit habe ich auch nur 11. Gut, was ist das nächste Ziel? Wir, wie gesagt, nehmen uns irgendwie Säcke herbei. Ich weiß nicht, ob hier welche liegen, ansonsten gehen wir halt schnell welche kaufen. Und ja, also Säcke werdet ihr irgendwie auftreiben, sodass ihr dann den Rest dann einsacken könnt. Das geht auf alle Fälle. So, dann nehmen wir sämtliche Schränke und Kommoden auseinander. Und dann reißen wir die Dielen raus. Und dann gucken wir unter den Dachlatten. Von der Goldschmiede. Ja. Gut. Ja, und dann werden wir das, was wir haben, zum Hirsinde-Tempel bringen. Wir machen eine gute altmodische Bandstrahler-Durchsuchung. Also hinterher steht die Bude nicht mehr. Wir haben auch immer noch den Vorschlaghammer. Komm, das ist unter Dann geben wir mal weiter zur Kaserne der Ratten. Illidan Brunnenmann steht vor dir, Abelmir. Auf ihm irgendwo leicht versetzt, bin ich auch mitgekommen. Euer Gnaden? Ich hoffe. Das hat viel zu lange gedauert. Ich bin begeistert, erzürnt, frustriert und hungrig. Mit dem letzten habt ihr natürlich nichts zu schaffen, aber das trägt natürlich nicht dazu bei, dass ich gerade gute Laune habe. Es wurde erledigt, die Aufgabe. Ja. Ich werde mir das notieren. Und wenn die Brunnenwasser weiterhin dreckig werden, dann weiß ich ja, wen ich beauftragen kann. Und wenn die sauber sind, wisst ihr auch, wem ihr danken müsst. Ja, herzlichen Dank. Das nächste Mal erschlagt ihr den Drachen bitte woanders. Ich fürchte, darauf haben wir keinen Einfluss gehabt. Dann nächstes Mal schon. Oder ihr fragt mich vorher, wo der Drache getötet werden soll. Sicherlich, euer Gnaden, sicherlich. Er gibt dir seine Hand. Gut gemacht. Danke, euer Gnaden. Rafim? Ja, das war doch jetzt eigentlich ganz schick. Also, was mit den ganzen Mahnen und den Vögeln und so? Hast du das öfter? Ich fürchte nicht. Ich bin also sichtlich erschöpft und gezeichnet, grau im Gesicht, aber strahl wie ein Honigkuchenpferd. Das war gut, aber es kostet viel Kraft. Das okay, aber musst du jedes Mal vorher so bluten, weil das gefällt mir eigentlich. Oh, Entschuldigung. Nein, aber die Umstände, ihr wisst. Wenn ihr wollt, lade ich euch auf eine Suppe ein, die kräftigt. Ah, gerne. Raffi, wollt ihr mitkommen? Ja, aber wehe, eure Suppe schmeckt nach Asche. Hier schmeckt alles nach Asche, aber mir ist das auch schon aufgefallen. Ach, ich glaube nicht. Doch, ich habe heute Morgen wieder nur ein Stück Brot essen wollen und es schmeckte, als hätte ich so in den Boden gebissen. Geht mal voran, ich folge euch. Aber mir, die Leute hier, die können ums Verrecken nicht kochen. Es ist wirklich schrecklich. Ja. Aber die Fischsuppe, die fertig zubereiten sollen, hervorragend sein. Die ist vielleicht etwas kalt, aber nun ja, man kann nicht alles haben. Salzig. Wir haben von dem Marschall Ludolf haben wir ein bisschen Fisch bekommen. Ich glaube, das haben sie aus irgendeiner Lagerhalle haben sie das rausgeräubert, aber interessiert mich nicht. Salziger, gepökelter Fisch. Das kräftigt. Sehr schön. Ja, ungefähr eine halbe Stunde später sitzt ihr dann im Effert-Tempel mit vollen Bäuchen. Fisch müsste ja auch für Rafim essbar sein, ne? Weil es tierisch ist. Ja, richtig, aber also halt eigentlich, Fisch. Ich glaube eigentlich Fleisch, sagtest du, aber ich würde mal Fisch auch als Fleisch klassifizieren. Von daher sollte es nicht nach Asche schmecken, es schmeckt halt sehr salzig. Aber du kannst es runterwürgen. Ja, ne? Gar nicht schlecht, aber mir gar nicht schlecht. Tja, die fertig verstehen was von Fischen. Ja, zumindest von Suppe verstehen wir was. Ja, richtig.
Ja, wenn ihr noch irgendwas braucht, dann ich habe zumindest jetzt erstmal keine Auftragsarbeiten für euch. Ich werde gleich nochmal runter in die Kanalisation. Ich musste nochmal ein paar Bleche anhämmern, weil die Säure hat mir tatsächlich ein bisschen was zerfressen. Ihr müsst wissen, die Kanalisation von Garrett hat 3 Unterlevel. Wieso baut ihr so viel Mist da unten hin? Ich habe das nicht ausgebaut. Ich bin nur dafür da, die verschiedenen Rohre dann so harmonisch wieder zusammenzuklöppeln, dass das Wasser da ordentlich abfließen kann und durchfließen kann, weil stehendes Wasser ist halt nie gut. Die Aufgaben eines Fertigs in der Stadt sind andere als die eines Wüstensuchers bzw. eines Wassersuchers in der Wüste oder diejenigen, die auf Schiffen mitfahren. Wurde diese Kanalisation schon einmal kartografiert? Irgendwo gibt es vielleicht Karten davon, aber ich habe die nicht. Ich habe doch nie eine angefertigt, weil ich habe das alles hier oben drin. Aber das ist ein Wege und ein Kreuznetz und, oh, solltet ihr wissen, da müsst ihr mit der Nase suchen. Vor allem werdet ihr auch nicht wirklich viel unten da sehen, auch wenn ihr da irgendwelche Fackeln oder sowas mitbringt, die tropfen halt aus. Da ist so viel Wasser unten. Teilweise sind auch einige Gänge überflutet, sodass ihr dann da schwimmen müsst. Das ist ganz furchtbar, sag ich euch. Schwimmen im Dreck? Ja, so teilweise, wie gesagt, Wasser oder eben auch, ja, Ausscheidung. Er deutet in Richtung seines Gemächts. Nein, danke, ich verzichte. Ja. Schieb die Suppe jetzt von mir auch. Also müsste jetzt nicht unbedingt heute noch sein. Vielleicht später. Aber ich finde die Kanalisation nicht wirklich interessant, zumindest nicht für euresgleichen. Also ein Magister würde ich da jetzt nicht runterschicken. Egal, was da ansteht. Oder auch ein Ingrim-Geweihter. Das wissen Ingrim-Geweihte, die stehen gerne in der Schmiede, aber wenn es dann an das dreckige Handwerk geht, dann überlassen sie es uns wieder. Da sind sich die feinen Herren nämlich dann wieder zu pieksauber. Ja, Ruß im Gesicht ist okay, aber wehe, das ist scheiße. Nun, ich kann ihren Unmut über diesen Zustand verstehen. Lächerlich. Ich soll dann da die Bleche anhämmern. Ich würde auch nicht gern in Exkrementen schwimmen. Ja, wenn ihr wüsstet, ich war auch schon in Winsalt. Die Kanalisation da unten sieht auch nicht besser aus. Nur da gibt es dann irgendwelche eingestützten Höhlen und Kavernen und dann muss man die Kanalisation über irgendwelche Brücken. Ihr müsst tatsächlich wissen, es gibt Brücken, die von dem einen zum anderen Ende führen und dann kann man mehrere Meter runterfallen. Und ich habe auch schon so einen Magierturm gesehen, der unterirdisch gewachsen ist. Ja, so. Als ich meine Ausbildung in Winsalt gemacht habe, ich bin froh, dass ich in Garrett bin. Ja, nur wenn ihr feine Pikorasier hier rumlauft und denkt, dass alles besser ist. Nee. Eure Hauptstadt ist viel schlimmer als unsere. Nun, das war ich zu bezweifeln, aber lassen wir dieses Thema. Vielleicht könnt ihr das an anderer Stelle vielleicht vorbringen, wie hervorragend eure Kanalisation ist, aber... Ja, Hauptsache die Suppe hat euch geschmeckt. Alles klar. Dann, wie gesagt, ich muss gleich wieder in meine Stiefelchen schlüpfen und dann geht's wieder nach unten. Wenn ihr wollt, könnt ihr wie gesagt mitkommen, aber brauchen tue ich euch da nicht. Wie gesagt, da Säure und so. Säure und so, genau. Gut. Raffi, weißt du, wo die anderen hin sind? Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich, als sie das besprochen haben, mit den Gedanken woanders war. Ich habe keine Ahnung. Aber die sind bestimmt noch irgendwo in Garrett. Das habe ich vermutet, ja. Ich dachte nur, dass wir unsere Vermutung da teilen, damit wir da mit den gleichen Punkten arbeiten. Dass sie in Garrett sind, habe ich vermutet, ja, aber ich dachte mir etwas spezieller. Gut, ich denke, wir werden sie in der Residenz hier antreffen, vermutlich gegen Abend. Ja, das denke ich mal. Ich weiß gar nicht, müssen wir sonst noch irgendwas erledigen? Ich glaube nicht. Nein. Aber wo wir hier um die Ecke sind, wollen wir nochmal eben im Chortempel beten. Auch bei mir? Im Chortempel? Also an den eingestürzten Überresten. Aber das wird super. Wo ihr jetzt praktisch eine einzige laufende Blutfackel seid. Ich weiß nicht, muss eure Kleidung so vor Blut stehen? Ich meine, ich finde das eigentlich ganz schön, aber ihr tropft ein bisschen. Ich würde gern vorher nochmal den Raya-Tempel aussuchen, um mich, mich zu bedanken und vielleicht zu säubern. Vielleicht wollt ihr mich begleiten, ihr seht auch etwas, schmuddelig aus, könnte man sagen.
Ach, Abelmir, das ist schmuddelig. Das ist euer Blut. Ja, das meinte ich. Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Es mag vielleicht im Quartabler einer Ziele sein, an Reisen Magros zieht es sicherlich nicht. Ach, Abelmir. Warum dieses reisende Magus sein, das ist doch nichts für dich. Vielleicht. Aber gut. Vielleicht könnt ihr euch mit. Naja, vielleicht mit den Raya-Geweihten verständigen. Klimpert um in den Augen. Ich verstehe, was ihr meint. Ja, manchmal sind Raya-Geweihte ganz praktisch. Die haben ja schon Qualitäten. Ihr könnt ihnen auf ihre Weise, auf eure Weise danken. Natürlich. Wo ich jetzt ja immer unsere gemeinsame Börse herumführe, Abelmir, richtig? Nun ja, meine Börse ist in letzter Zeit schmal geworden. Wir müssen unbedingt diese Belohnung einstreichen, zumindest ein Teil davon. Ach ja, richtig, da auf diesem Galotta war eine Belohnung ausgesetzt, richtig? Richtig, wie konnt ihr das vergessen? Ach, Abelmir, hier passiert so viel Scheiße in diesem Land. Aber man muss auch sehr Geld Acht geben. Ja, da habt ihr natürlich nicht Unrecht, Ich hab mir auch schon überlegt, was ich mir alles kaufen könnte. So. Aber wie genau nehmen die das mit diesen Sklavengesetzen hier? Also ist das mehr so eine Auslegungssache oder sind die da jetzt wirklich? Ich fürchte nicht, Sklaverei ist im Mittelreich und auch im Hoheitsreich streng verboten. Das hatte ich befürchtet. Und dieses Leibeigene, das habe ich mir auch schon überlegt, das ist auch nicht so einfach, richtig? Dafür bräuchtet ihr einen Titel. Ihr habt zwar einen Titel des Ehrenritters, des Haus Gareth, aber nun ja, ihr bräuchtet ein Stück Land und einen Titel. Ach, ich hasse das Mittelreich. Ja, komm, geht voran, das ist ja alles hier. Totale Scheiße. Aber wenn ihr genug Geld habt, könnt ihr euch einen Diener leisten. Ihr müsst ihn ja nicht bezahlen. Wie ein Diener, den ich nicht bezahlen muss, ist es doch ein... Nee, ihr müsst ihn bezahlen. Ach so. Für eure Dienste, für seine Dienste. Aber ihr seid doch reich. Wenn die Mittelreicher mir nicht mal mein Geld geben, bestimmt. Seht ihr? Vielleicht brauche ich einen Diener. Eine neue Haushälterin. Die gute Frau Putz fehlt wirklich an allen Ecken und Enden. Aber mir, ihr habt doch nicht mal ein Haus. Was wollt ihr mit einer Haushälterin? Nun ja, darum muss ich mich bei Zeiten auch noch kümmern. Es kann nicht sein, dass wir in dieser Villa Carino eine Zeit rumsitzen. Wieso, die ist wunderschön. Habt ihr nicht diese Glasbauten gesehen? Ja, es ist eine Villa Carino. Ja. Ja. Was habt ihr jetzt gegen die Villa Carino? Ich meine, der Herr Carino, ich meine, ihr müsst schon zugeben, Hände hat der Junge und nichts Aussehen gegen hat den der Junge guten auch. Kiaras, aber ich traue seiner Familie nicht. Und ihr glaubt, dass deren Villa euch was tun möchte? Nein, aber seine Diener sind Aug und Ohren für die wahren Herren Carino. Solange ihr kein Feind der Familie Carino seid, ist das doch kein Problem, aber mir. Oder habt ihr Geheimnisse und vor uns? Wer definiert, wer ein wahrer Feind ist? Nur die Familie Carino, nehme ich an. Richtig, und würdet ihr es erfahren, wenn ihr ein wahrer Feind sein werdet? Ach nein, Abelmir, dann hättet ihr euch schon lange abgestochen. Seht ihr? Und ich bin ungern einem Granden verpflichtet. Ach, Abelmir, ihr macht euch zu viele Sorgen um euer Leben. Ich mache mir Gedanken. Das mag euer Fehler sein. Aber nun kommt, lasst uns endlich den Raya-Tempel besuchen. Genau. Nicht, dass wie heißt das nochmal? Euer Zusammensein? Nein. Ach, Abelmir, die mittelreichische Sprache ist doch scheiße. Ja, wir werden bestimmt ein paar dankbare und pflegsame Hände finden. Eure Gesellschaft, oh, das ist das Wort. Meine Güte, ich hasse Mittelreicher. Genau. Lass uns die Gesellschaft von schöneren Personen als uns suchen. Das ist wohl wahr. Und vor allem gepflegteren. Schau mal an mir runter. Ach, Abelmir, diese Runen, die ich euch da eingeritzt habe auf den Rücken, die sind wunderschön. Wunderschön, so, so. Sag ich euch. So. Ihr müsst noch 20 bis 30 Mal und es würden dann Namen in genau dieser Runenform wachsen. Kann ich euch versprechen. Was für Namen? Naja, also als ihr intensiv meditiert habt, da habe ich gedacht, ihr blutet eh schon so viel, dass das ein guter Moment wäre, um euer Blut sinnvoll einzusetzen. Versteht ihr, was ich meine?
Ihr wisst schon, was man mit Blut alles ausrichten kann? Richtig. Es ist dem guten, gültigen Herrn Choropfer. Und da ich dachte, da ihr sowieso so viel blutet, dann habe ich mich gleich angeschlossen. Und dann haben wir zusammen unser Blut für Chor geopfert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich opferte also unwissend mein Blut. Ach, aber mir das passiert schon mal. Nun, es sollte nicht passieren, aber lassen wir das. Ja, ach, du wirkst schon wieder so demotiviert, Abelmir. Wir gehen jetzt in den Raja-Tempel, haben unseren Spaß und irgendwann tauchen die beiden Miesmuscheln da wieder auf und Kiaras und dann gucken wir mal, was passiert. Das wäre eine gute Idee. Sehr gut. Ja, so könnt ihr euch dann auf Tempelhöhe verwöhnen lassen. Die werden dann nach einer weiteren kleinen Spende euch auch sicherlich baden, massieren, rasieren und mit Duftwässerchen einreiben, während die anderen gerade schwitzend und stinkend in einem Trümmerhaufen einer ehemaligen Goldschmiede stehen und dann auf ihr Werk blicken. Ziemlich kaputt, aber die Goldschmiede existiert nicht mehr. Ich denke, es ist sicher zu sagen, dass dieses Gebäude keine Geheimnisse mehr birgt. Ach, es fühlt sich irgendwie gut an, einfach mal etwas Dampf abzulassen. Ja, Renor, wir tun dies nicht zur persönlichen Ertüchtigung. Natürlich nicht. Natürlich nicht, aber das ist ein sichtbares Zeichen dafür, was wir geleistet haben im Namen der Götter. Aber wenn wir daraus auch harmonisch andere Schlüsse ziehen können, ist das doch etwas Gutes. Man möchte wohl recht haben. Aber ich könnte definitiv ein Bad vertragen. Aber ich glaube, erstmal müssen wir das ganze Zeug hier jetzt zum Tempel schleppen. Ich denke, wir bringen es wohl besser zum Freierstempel. Wir werden am besten wissen, wie man es... Nein, ich denke, wir sollten es zum Hesinde-Tempel bringen. Erstens, er ist näher. Und zweitens wissen sie, was man wegsperren sollte. Ich will es nicht wegsperren. Nach Möglichkeit Beispiel, sollten diese... dieses Buch sollte man wegsperren. Nach Möglichkeit sollten diese Dinge umgeweiht werden. Ich bin mir sicher, dass die Geweihten im Tempel der Hesinde uns dort beraten können, welche Stücke umgeschmiedet werden können und welche nicht. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt mit mehreren großen Goldstatuen bis hin zur Stadt des Lichts rennen können. Also so stark sind selbst wir nicht. Und dort sind auch Sonnenlegionäre, die können uns sicherlich helfen. Nun gut, eine Gelegenheit können wir schauen, ob der später noch da ist, wo er hingehört. Mach mir Sorgen um diese Kiste. Diese Lade war zwar reichlich groß, aber ich weiß nicht, ob man geschafft hat, eine neue herzustellen in der Zeit. Alvarax wollte da dran was machen, oder? Ich denke schon, vielleicht finden wir ihn dort, ja. Dann können wir ihn auch mal fragen wegen diesem anderen Tempel. Nun gut, bringen wir das Zeug erstmal dahin. Beim Einpacken, waren das nur komische Dinge oder waren da auch normale Tempelschätze noch bei? Da waren auch normale Sonnenscheiben dabei und kleinere Figürchen, die du auch schon auf irgendwelchen Schreinen gesehen hast. Irgendwelche Figuren vom Quanion oder von Gilborn, was auch immer dann im Praios-Tempel der Gerechtigkeit herumstand. Aber eben auch Sachen, die du noch nicht gesehen hast, die auch eher in dem Keller oder so etwas zu finden wären, ja. Ich nehme einfach mal an, wir haben die in unterschiedliche Säcke getan. Kannst du gerne machen, ja. Gut. Wir sollten diese alles einmal durch den Simia-Tempel gehen lassen und neu schmieden lassen. Die Praios-Kirche wird sich darum kümmern, Karenor. Hört auf, interne Angelegenheiten nach außen tragen zu wollen. Nach außen? Wieso? Es die Simia-Kirche ist wohl die letzte, die wir jetzt noch um Hilfe bitten. Na, vielleicht. Dennoch, man weiß ja nie, was sie für Unstaten mit diesen Praios-Symbolen angestellt haben. Ja. Und herauszufinden, was noch richtig ist und was nicht. Es wird unsere Angelegenheit und nicht deren. Oder eure, was das angeht. Nun, ihr werdet es wissen. Ich denke doch, dass gerade in diesen schweren Zeiten die Kirchen zusammenarbeiten sollen. Vor allem, weil die Stadt des Lichts nicht unbedingt reibungslos läuft aktuell. Nichtsdestotrotz haben wir sie lange genug im Dunkeln über die meisten Dinge gelassen. Wenn ihr in Richtung des Pentagon-Tempels geht, wird euch auffallen, dass
die Gassen merkwürdig aufgeräumt sind. Das ging viel zu schnell. Also, es ist nicht wieder aufgebaut, aber zumindest ist der Schrott und der Schutt, den man jetzt ja in den letzten paar Tagen hat, sehr, sehr mühsam dann herausgebracht, der ist jetzt ja mit großem Gerät wohl sehr schnell beiseite geschoben worden, sodass man hier auch sehr viel besser jetzt mit großen Karren wieder vorbeifahren kann und weiter abtransportieren kann. Ach, ich bin begeistert, die Leute sind sehr fleißig. Ich bin in der Tat beeindruckt von der Arbeitsamkeit, die hier an den Tag gelegt wird. Ich blicke mich mal um, ist hier überhaupt jemand, der am Räumen ist? Du kannst zumindest keinen sehen. Du siehst hier ja doch den einen oder anderen, der hier gerade aufräumt. Aber das ist dann sowas wie kleine Bruchstücke oder sowas kleinhauen, ja. Aber niemand, der jetzt hier irgendwie mit einem großen, schweren Gerät oder so rumfährt. Also hier sind sicherlich schon woanders hingegangen, um anderswo auszuräumen. Ich denke, ja, Reto wird wohl fast alle seine Leute in denselben Straßenzug gestellt haben. Vermutlich, aber ja, diese Straße sieht sehr frei aus. Wo sie wohl jetzt arbeiten? Ja, vermutlich in der Kaiser-Gerbald-Straße oder so. Die soll ja noch unpassierbar sein, wie ich höre. Na, nicht mehr lange, wenn ich mir das hier so ansehe. Gute Arbeit. Ja, bringen wir das ganze Zeug zu den Sonnenlegionären und dann... irgendwie mache ich mir doch schon Sorgen um die anderen beiden, oder? Ich glaube wirklich, dass sie im Raya-Tempel in Schwierigkeiten kommen können. Nun, wir reden über Avelmir. Und Rafim ist nicht unbedingt derjenige, den ich abstellen würde, um grenzenlos aufzupassen. Ich denke, er wird leichter abgelenkt. Auch wahr. Durchaus auch wahr. Gut, dann lasst uns nicht länger warten. Außerdem will ich wissen, ob sie dieses widerliche Drecksvieh nicht weggeschafft haben. Bin mir sicher, wenn nicht, hätten wir schon längst einen Eferdi gesehen, der aber mir drohend durch die Stadt jagt und versucht, ihn mit seinem Bart aufzuspießen. Ja, ich hoffe, dass dieses... es jagt mir immer noch einen kalten Schauer in den Rücken, allein der Gedanke an das Ding. Und mir erst mit seinen Karfunkelwürmern. Widerlich. Ach, für die mache ich mir weniger Sorgen, eher um diese... Zähne. Oh. Ihr müsst euch auch keine Sorgen um die Würmer machen. Genauso wenig wie ich, aber an unseren von Marder gezeichneten Freunden haben sie ja eher gefallen. Ich bin froh, wenn ich nie wieder irgendetwas Untotes sehen muss in meinem Leben. Dann werdet ihr euch ja jetzt schon darauf freuen, wenn wir dich Rassasor töten gehen. Bitte erinnert mich nicht daran. Wenn ich mich daran erinnere, wie die Gliedmaßen sich total unnatürlich haben. Ja, so geht ihr an den 20 Blutulmen vorbei, könnt auf den Pentagon-Tempel zutreten und seht noch einmal den Spruch, der dort seit Ewigkeiten steht: Initium Sapientiae Fides Esindiae. Ja, und könnt dann im Inneren erkennen, wie dort wohl einige Betriebsamkeit herrscht. Viele Leute, die jetzt hier gerade sortieren, einige Baumeister, die gerade im Inneren stehen und ein Flügel wieder reparieren, der bedrohlich angesenkt ist. Es riecht noch so ein bisschen nach Rauch, nach Schmauch und nach Asche. Und ja, dann könnt ihr auch sehen, wie der Tempelvorsteher auf euch zukommt. Oh, das sieht ja wunderbar aus. Ah, meine Freunde. Walner Itzkok kommt zu euch und gibt euch dann jeweils eins in die Hand. Ah, wie kann ich euch helfen? Die Frage ist eher, wie können wir euch helfen? Ist es wirklich schlimm? Ja, wir sind schon wieder bei den Reparaturarbeiten. Hat zum Glück hatte der gute Freund Abel mir davon erzählt. Wir hatten wieder einige Vorfälle, aber nichts Schlimmes. Vorfälle? Ja, eine Apparatur von dem Mechanikus, den ihr uns gebracht habt, Leonardo, ist explodiert, so sagt man, und hat dabei einen Teil des Tempels wieder eingerissen. Aber zum Glück waren die Bücher in dem Teil noch nicht wieder aufgefüllt, sondern da hat nur Leonardo gearbeitet. Aber Abelmir konnte ihn ja retten, zumindest sein Leben. Leonardo klagte dann natürlich noch über Schmerzen. Ihr müsst wissen, wenn Gliedmaßen fehlen, dann gibt es so etwas wie Phantomschmerzen oder Geisterschmerzen, die sich dann an Stellen befinden, wo eigentlich nichts mehr sein sollte.
Ja, ich weiß davon. Ich war lang auf See.